Oh, fuck! Und damit willkommen zu Wie und Warum zähme ich einen Ikus? Der Ikus hat seine eigene, einzigartige Zähmethode. Hey. Du musst dich vorsichtig nähern und ihm zur Beruhigung etwas Futter anbieten. Er ist sehr schreckhaft und wird fliehen, wenn du nicht aufpasst. Nach dem Füttern kannst du aufsteigen. Durch diese Meldung hier erfährst du, dass dein Ikus am Durchdrehen ist. Füttere es erneut durch das Drücken von E, um es zu besänftigen. Das wiederholst du, bis du ihn erfolgreich gezähmt hast. Wenn du vergisst, ihn zu füttern, wird er dich abwerfen und mit einem geschmeidigen Kick in die Welt der Träume versetzen. Das kann ziemlich lange dauern. Komm her. Habe Geduld. Ah, nicht du! Als Futter kannst du Beeren verwenden, aber die sind sehr ineffizient. Die zweitbeste Methode ist eine Karotte. Damit machst du deutlich bessere Sprünge. Während der Zähmung solltest du nicht absteigen. Das reduziert den Fortschritt. Ebenso, wenn dein Pferd angegriffen wird und Schaden erleidet. Vermeide beides. Du hast dein Pferd? Gebe ihm einen guten Namen. Ferdinand. Dir waren die Karotten nicht gut genug? Mit einfachem Trockenfutter geht es sogar noch besser. Hierfür benötigst du 5 Fasern, einen gegrillten Fisch, 2 Karotten, 5 Meobären und ein kleines Ei. Zum Beispiel vom Oviraptor oder Paracephalosaurus. Kommen wir zu den Fähigkeiten. Der Ikus hat einen mächtigen Tritt. Er verursacht große Betäubung. Damit kannst du schnell kleinere Dinos betäuben und zähmen. Er wird ertrinken. Bedenke aber, dass dein Pferd nicht viel Leben hat. Übertreibe es nicht. Das ist mein Unfall. Dein Ikus ist ein recht schnelles Reittier, welches sehr wenig Ausdauer verliert. Außerdem kannst du von seinem Rücken aus kämpfen. Sowohl im Nahkampf als auch mit Fernkampfwaffen. Du kannst ihn ohne Sattel reiten, aber dennoch gibt es einen Sattel. Wieso? Ganz einfach. Wenn dein Pferd mit einem Sattel ausgerüstet wird, kannst du auf das Mörser und Stößel Crafting Menü zugreifen. Außerdem kannst du nun ein Lasso herstellen. Mit dem richtigen Hut sieht das nicht nur super cool aus, du kannst auch kleinere Dinos damit fangen. Entführe sie und habe Spaß. Dich nerven Flugdinos? Kein Problem mehr. Der Sattel erhöht nebenbei natürlich auch die Verteidigung. Der Ikus reduziert das Gewicht bestimmter Items, wenn er diese trägt. So reduziert er das Gewicht von Chitin, Keratin und Steine um 50% und das Gewicht von Aratina-Paste, Kaktussaft, Zement, Ton und Sand sogar um 80%. Das macht ihn zu einem besseren Mörser. Super! Er kann zwar auch Beeren ernten, aber darin liegt nicht seine Stärke. Die Vermehrung des Ikus ist ganz leicht. Er ist lebendgebärend und katapultiert nach seiner Tragzeit die Jungtiere sanft und behutsam. Du bist noch nicht vom Ikus überzeugt? Wie wäre es mit einer seltenen, epischen Form dieses Wildpferdes? Das Einhorn. Anmutig, elegant, bezaubernd, unnötig. Bis auf das Aussehen unterscheidet es sich in keiner Hinsicht. Aber hey, wieso nicht? Nun bist auch du ein Experte und weißt, wie und warum du einen Ikus zähmen solltest. Für mehr Videos gibt es hier drüben eine Playlist. Oder lass mir doch direkt ein Abo da.